So Leute, ich mache direkt weiter. Es liegt jetzt vielleicht eine Minute zwischen der letzten Aufnahme und dieser. Und ja, ich darf alles nochmal machen. Wunderbar, aber wenigstens war der rote Dämon jetzt nicht so der schwere Gegner. Das heißt, ich kann den machen, ohne mich treffen zu lassen, theoretisch. Und hier kann ich theoretisch auch durch, ohne mich treffen zu lassen. Bloß leider habe ich das jetzt schon versemmelt. Toll. Du triffst mich nicht. Nein, ich darf nicht noch mehr Schaden nehmen. Noch kann ich das wieder voll heilen. Hallo, lasst mich doch mal. Was habe ich euch getan, hä? Nichts. Ich bin einfach nur da und das mögt ihr nicht. Ihr seid so rassistisch, ihr mögt keine Roboter. Rassistische kleine Sprungviecher, die aus der Hölle kommen. Deswegen rot sind. Aber wenigstens geben sie mir Herzen. Gib mir auch ein... Ja, gib mir ein Herz, nachdem du mich erst getroffen hast, klar. Damit es nur noch 4 statt 6 Schaden sind. Gut, dann haben wir euch fertig. Feuerball, denn da sind noch mehr drin. Ja, wunderbar. Rakete. Oh, nein, nicht nach unten. Ey, klar, und fliegt voll noch in die Stacheln rein. Hast du noch nicht genug Schaden genommen jetzt? Bist ja noch nicht genug gestorben. Ja, wunderbar. Ich liebe diese Höhle. Gut, Herzen. Immerhin können wir ein paar Herzen aufsammeln, um uns wieder zu heilen. Das heißt, meine Chancen stehen nicht, noch nicht so schlecht. Betonung auf noch. Du triffst uns nicht. Auf das da unten ist mir jetzt egal. Wozu? Das da oben ist mir jetzt auch egal. Ich meine... Ja, triff mich ruhig nochmal. Klar. So. Ding ist mir auch egal, Hauptsache ich wurde nicht von den Stacheln getroffen. Gut, 44. Das sieht doch relativ in Ordnung aus. Ich will erst, dass die Fledermaus da weg ist, bevor ich da hochbooste. Gut. So, dann muss ich das jetzt noch schaffen. Ohne getroffen zu werden. Gut. Diesmal versuche ich hier. Jawohl, geht doch. Ohne getroffen zu werden. Ist mir das Herz auch nicht so wichtig. Gut. Hier rüber. Und das dürfte jetzt hoffentlich kein Problem sein, denn das war vorher auch kein Problem. Hallo! Toll. Gehen wir 10 Leben weg. Es ist so zum... zum Aufregen. Aber ich weigere mich, mich hier aufzuregen. Ich bin nicht jemand, der dann total anfängt rumzuschreien. So, ich weiß, du kommst da oben runter. Du willst uns noch Böses, aber du gibst uns ein Herz. Das ist nett. Herz, so. Nein, nicht runter. Na gut, ich fall runter. Okay, da kann ich euch nicht aufsammeln. Na gut, was soll's. Das bringt man sowieso nicht so viel jetzt. Aber ich lade dich mal auf. Aufladen, aufladen und dann... Spring! Aua. Aua! Was? Hallo, nein! Nein! Wieso? Ah, ich hab die falsche... Hallo, warum habe ich die Waffe gewechselt? Das wollte ich gar nicht. Ey, ist klar, ne? Erst beim ersten Mal ging das so einfach und jetzt habe ich hier die extremen Probleme, diesen Boss zu besiegen. Ja, naja, was soll's. Ich werde da hinten sowieso mit einem Schlag sterben. Ob ich jetzt 50 oder einen Lebenspunkt habe, ist relativ egal. Gut, wir haben die Medaille wieder. Okay, das sieht, diesmal sieht das cool aus, weil das Vieh direkt hinter der Kiste steht. Euch mag ich nicht. Die mögt mich ja auch nicht. Jetzt möchte ich hier bitte durchkommen, ohne getroffen zu werden. Danke. Feuerball, du tust deinen Job hier gut. Ja, wunderbar. Gut. Dann wäre das schon mal aus dem Weg. Das auch. Ich gehe ganz vorsichtig voran. Ich lasse mich nicht von euch treffen. Selbst wenn ihr das wollt. Es ist mir scheißegal, was ihr wollt. Ihr habt mich schon genug getötet. Und mir Schaden gemacht. So, wunderbar. Ich könnte jetzt natürlich abwarten, bis meine Whimsical... reden. Ich könnte auch abwarten, bis ich reden kann. Ich könnte abwarten, bis meine Whimsical Stars hier alles fertig gemacht haben, aber das dauert ein wenig lange. Gut. Hey, vielleicht gibt ihr mir noch Herzen. Das wäre irgendwie ziemlich cool. Ja, immerhin Level 2 jetzt bei dem. Gut. Habe ich irgendeine Möglichkeit, euch da oben zu treffen? So, ja, gut.
machen wir das einfach so. Ich mache die vorsichtige Pussy-Variante, aber Hauptsache ich komme hier durch, ohne zu sterben und... Wow, ich liebe diese Waffe. So. Einfach so, bam, mal eben da durch. Moment, falsche Waffe zum Aufleveln. Egal. Nein, ich will das Herz noch haben. So, und... Das sieht so aus, als hätte ich es gestanden. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ey, wenn die mich jetzt noch getötet hätten. Und das sieht so... Jawohl. Ich habe die Höhle geschafft. Ich möchte bitte speichern. Kann ich hier runter? Weiter, du wirst fallen. Okay, dann traue ich dem doch mal. Ich werde da nicht runtergehen. Leute. Ich habe es geschafft. Ich habe die letzte Höhle geschafft. Die sind wild geworden, Mimigas. Ja, der Doktor hat die Blumen schon angewendet. Hallo, lass dich doch mal treffen. Danke. Wenigstens scheint sie nicht so stark zu sein. Eventuell kann ich mich hier sogar aufladen. Denn ich habe ein wenig verloren. Ich brauche noch Erfahrung. Der Helikopter, mit dem die gekommen sind. Die Sakamotos und der Doktor und der Professor und alle. Die Assistenten. Oh. Vor allem, wir sind jetzt auf der Insel, ne? Und es ist mittlerweile wieder Tag. Das ist, glaube ich, nicht der Mond, das ist die Sonne. Eine Hütte. Gut. Ja, ausruhen. Auf jeden Fall Lebensenergie wiederherstellen. Ja, dankeschön. Speichern, bitte auch. Auf jeden Fall. Ich habe die Höhle geschafft, Leute. Ich habe die Höhle geschafft. Du findest eine Notiz, geschrieben von Booster. Würdest du sie gerne lesen? Ja. Erforschung der... Moment. Das Erforschen der des Inneren der Insels würde wesentlich effektiver vorangehen, denke ich, wenn wir Ausrüstung hatten, um die Luftbewegungen, in Bewegung der Luft festzustellen. Keine Ahnung. Ach so, nein, um Bewegung der Luft zu haben. Deswegen habe ich angefangen, an dem Booster zu arbeiten. Die Arbeit an diesem Flugapparat wird in zwei Stationen stattfinden. Version 0.8 und 2.0. Wir haben natürlich die finale 2.0-Version, das ist super. Meine Pläne rufen danach, Version 0.8 ausrüstbar und zu machen und zu erlauben, für eine gewisse Zeit zu schweben. Ich bin sicher, dass ich Version 2.0 fertig machen kann. Vorausgesetzt, ich lebe lang genug. Es verspricht, ein sogar noch nützlicheres Item zu werden. Jaha, und wir haben natürlich Booster nicht angesprochen. Wir haben dafür gesorgt, dass ihr lang genug lebt und Booster-Version 2.0 erhalten. Das ist Igor! Unser alter Freund Igor! Wow, der hält viel aus. 82, wow! Du bist ein bisschen stärker geworden, oder, Igor? 90? Wie viel hältst du aus, Igor? Hallo, Igor! Igor? Erkennst du uns nicht? Na gut, der greift uns wahrscheinlich an, eben weil er uns erkennt. Aber hallo? Wie viel hat er ausgehalten? Das war ein bisschen krass. So, ich lade die direkt wieder auf, denn wer weiß was... Okay. Da drin erwartet mich der Bosskampf. Der finale Bosskampf, zumindest für das gute Ende. Deswegen... gehe ich mal hier hoch. Ich sagte, ich gehe hier hoch. Und wir haben hier nämlich noch was. Ja. Was? Nein, zerstört ihn nicht schon. Bitte. Ich brauche nämlich Food Max. Moment, mach ich hier noch ein bisschen. Level up. Level up, level up. Wunderbar. Dann habe ich zumindest die Raketen auf 3. Das auf 3, Fireball noch nicht, aber was soll's. Vielleicht finde ich ja hier noch irgendwas. Raketen auf jeden Fall. Kann ich zwar nicht gebrauchen, aber besser als gar nichts. Will ich mich nicht drüber beschweren. Und haben wir unten noch was? Herzen. Na gut, habe ich sowieso voll. Okay. Dich will ich auch noch kaputt machen, einfach um es komplett zu haben. So. Das meinte ich nämlich, diese Station, um sich nochmal aufzuladen. Und hier haben wir die Wolken. That's all, folks. Mehr gibt's nicht. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Ach so. Gut. Ich bin nur in die Wolken reingesprungen. Und erscheine hier unten wieder. Gut, ich mache noch mal kurz eine Pause. Ich muss noch eben was erledigen und dann bin ich gleich wieder da. Wobei,
Ja, bis.